Und damit hallo zusammen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Sims 4 mit einem zockenden Romulaner, der Prügelspiele spielt. So, könntest du nochmal einen Konzentrationstrank nehmen? So, ausgezockt. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Ich habe da jetzt ein paar... Nee. Sehr konzentriert. Okay, dann... Mach mal eine Karriere, eine wissenschaftliche Abhandlung. Ich schmeiß dabei dein Glas weg. Der Robo ist gerade fleißig. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Dass er vielleicht noch einen Durchbruch erzielt. So, wie spät haben wir es denn? 9:30 abends. Okay. Und zwar Samstag. Kannst du eigentlich länger aufbleiben. So, sehr konzentriert. Das ist doch super. Okay, also die Tränke, die bringen's. Die überschreiben das aktuelle Gefühl auf jeden Fall. Inspiration, weil geduscht hat. Okay. Weißt du was? Mach gleich nochmal eine. Ich hätte wirklich gerne, dass du noch einen Durchbruch schaffst. Das wäre doch klasse. Ah ja, der schöne Monitor. Schöner breiter Monitor jetzt. Wunderbar. Ein bunten PC. Okay, und dann könntest du nochmal Sammlung analysieren. Spekonium. Flora analysieren. Was haben wir denn noch? Ja, Zitrone nochmal. Na komm schon, Durchbruch. Wie viel haben wir denn eigentlich gerade? Nee, das ist falsch. 10 Durchbrüche haben wir mindestens. Naja, gut. Schauen wir einfach mal. Oh, du willst einen Kaffee? Kannst du dann nachher holen. Okay. Der Robo scheint schön sauber gemacht zu haben. Warte mal, wie viel Kohle haben wir? 2600. Ist es eigentlich mal Zeit für ein richtiges Bücherregal? Warte mal, ich glaube schon. Weißt du was? Dann stellen wir dich mal. Wo war das? Die Taste. Machen wir das mal dahin. Das Buch kann mal weg. Dann gibt's mal ein richtiges Bücherregal. Gibt's da ein schönes, modernes? Ah, gibt's auch sehr altbackene. Bibliophilen, das da, Miniatur Luftkissenbus. Das wäre doch gut. Bücherstation mit Sugar. Nee. Das schaut schön modern aus. Moment, was haben wir hier für Farben? Hm. Oh, ist teuer. Symmetrie. Nee. Nicht wirklich schön. Bücherregal Nummer 212. Warte mal, passt das? Das passt doch ganz gut da dazu, oder? Was haben wir hier für Farben? Hm. Ja, das schaut doch nicht schlecht aus. Stellen wir das da hin. 335, das ist von den Kosten her auch noch ganz in Ordnung. Okay, warte mal, vielleicht doch nochmal andere Farben ausprobieren. Ah, so golden, warte mal. Ne, das ist halt alles eher weiß. Dann würde ich sagen, machen wir das grau. Okay, gut. Dann kannst du dabei noch ein bisschen deine Logikfähigkeit steigern. Okay, aber das dauert. Und wenn du das hast, kannst du nochmal nachdenklich duschen. Vielleicht wird es ja dort was. Ja, ich möchte ihn auf jeden Fall so ein bisschen fördern. Haha, cool. Das ist eine Aura? Ne. Und? Ja. Neues Metall gefunden. Pyrit, wieso neues Metall? Was haben wir denn hier eigentlich alles? Tuning-Teile könnten wir auch noch ein paar brauchen. Topaz, ist hier was Teures? 30. Amethyst. Lila. Ah, komm, den verkaufen wir mal. Naja,
Vielleicht kriegt er auch nicht überall Durchbrüche zusammen. So, genau. Ja, Hygiene braucht er zwar nicht unbedingt. Ich glaube, wir haben eh in der letzten Folge geduscht, oder? Nee, weißt du was? Könntest dann schlafen gehen und dann morgen früh könntest du nochmal konzentriert duschen. Und? Flora verbessert. Besser ist als zunächst angenommen. Alles klar. Gut. Dann könntest du mal schlafen gehen. Vielleicht kriegst du ja auch einen Durchbruch beim Schlafen. Man weiß es nicht. Gut, dann kannst du mal Zähne putzen gehen. Und dann kannst du nachdenklich duschen. Er ist nur konzentriert, das ist gut. Bisschen Musik hören möchte. Metal hören oder Alternative? Einschalten, mach mal Alternative. Okay, aha, durch Zähne putzen wird er selbstsicher. Okay, verstehe. Alter! Ja, das machen sie auch irgendwie seit einer bestimmten Zeit mittlerweile. Dass die Sims auf einmal vom Duschen weggehen und sich dann nochmal die Deko anschauen müssen. Da bin ich mal gespannt, was er zu seinem neuen Regal sagt. Ah, selbstsicher ist er. Okay. Ja, ich glaube, das passt ganz gut. Und hier da so eine Schüssel mit, ich weiß nicht, Gemüse oder Pflanzen, keine Ahnung. Und dann so eine Uhr noch drin. Das ist doch nicht schlecht. Okay, 5:30 in der Früh. Alles klar. Genau. Den Wunsch haben wir dir erfüllt. Dann könntest du hier nochmal Zitronen ernten. Das schalten wir nochmal aus. Hunger geht auch noch so. Okay. Und hier könntest du mal alles verkaufen. Genau. Mal Scanner nochmal bedienen. Mal schauen, was so Neues gibt in der Umgebung. Ah, schön Glühwürmchen. Rechnung noch nicht, oder? Könntest du da nochmal die Junkmails aussortieren? Warte mal, Zitronen könnten wir doch eigentlich auch verkaufen, oder? Da haben wir auch so viele mittlerweile. Und bevor die alle weggammeln. 117, ja, passt. Was haben wir denn heute? Streichetag, okay. Schelmerei. Schelmische Stimmung. Ja, gut, meinetwegen. Können wir mal schauen. Okay. So, wann wird's denn mal Tag? Weißt du was? Du könntest noch mal einen Trank trinken und doch noch mal eine Abhandlung schreiben. Und dann werden wir uns heute mal ein bisschen auf Erkundungsmission begeben. Ausgezeichneter Geschmack, weil die Deko mag. Sehr schön. Späße, Streiche, Unfug. Okay, naja gut. Schauen wir einfach mal. So, komm schon. Durchbruch bitte. Naja, aber es ist halt immer, wenn man wartet auf was Bestimmtes, dann wird es nichts. Gut, hat eine Pfütze hinterlassen, das ist auch nichts. Nee, leider nicht. Was ist das hier? Für einen guten Zweck spenden. Okay. So, dann machen wir mal hier sauber. Und? Na, ich glaube, es wird hell. Einstellungen. Da
Automatische Reinigung ein. Intervall für automatische Reinigung alle 12 Stunden. Ja, finde ich gut. Mach's jetzt machen. Im Internet surfen. Ja, meinetwegen. Es ist noch früh. Kannst noch ein bisschen surfen und vielleicht hast du da noch ein paar Ideen. Okay. Aber was machen wir heute? Ich möchte auf jeden Fall mal in das andere neue Gebiet, das mit den Pferden. Da möchte ich mal reinschauen, wie das so ausschaut. Das kennen wir nämlich noch gar nicht und ich kenne es auch noch nicht. Wer bist du? Hä? Marcel Price, den mögen wir nicht. Okay. Okay, ja. So. Bevor du dir jetzt wieder nützerweise ein Glas Wasser nimmst, werden wir uns mal die Karte anschauen. Chestnut Ridge. So, wo gehen wir denn hin? Hier ist eine Bar. Hier oben sind Wohngrundstücke. Gooseman, aha. Private Behausung. Das Land. Okay, ich würde sagen Eichenfass. Ist das so ein Western-Saloon oder? Ja, wir werden sehen. Aber jetzt schauen wir uns einfach mal ein bisschen um hier. Ach so, da ist ja Winter gerade. Stopp. Bevor du wieder irgendeinen Schmarrn machst. Howdy, besuche das Reitzentrum Heuher, um am besten Training der Stadt teilzunehmen und eine Reitfähigkeit in unseren Wettbewerben auf die Probe zu stellen. Wir haben jeden Tag von 7 Uhr bis 19 Uhr geöffnet, okay? Aha, wir haben halt jetzt hier... Okay. Sitzen. Was ist das? Kräuterheilmittel brauen. Grillen. Ja, es ist halt jetzt Winter. Ja, geh mal dahin. Ich möchte es auch nicht auf Pause lassen. Ja. Im Winter ist das halt alles so ein bisschen... Naja. Was ist das hier? Aha, ja, ist halt schon relativ westernmäßig ausgestattet hier. Was ist denn das? Pferd kaufen, Pferd retten, an Wettbewerb teilnehmen, bei Wettbewerben zusehen, okay. Interessant, okay, ich benutze den Scanner. Und was haben wir denn hier für einen kleinen alten LKW? Und was ist das? Den Park besuchen. Obergrenze. Ja, das müssen wir uns mal im Sommer anschauen. Das ist alles ein bisschen speziell. Okay, gut. Wer ist das? Stefan Schmitz. Und du bist Dani Davila. Okay. So schaut es aus. Und da kommt noch jemand. Wer bist du? Budivati. Wie auch immer. Aha. Okay, mach mal freundlich, fröhlich vorstellen. Achso, wir sollen doch schnell mal reinmachen. Mehr gemein grob vorstellen. Freundlich machen mal mit Howdy vorstellen. Und wo ist er denn hin? Hä? Haben wir uns nicht gerade eigentlich bei der Barkeeperin vorstellen wollen? Keine Ahnung, wo die gerade ist. Ah, da kommt sie. Oh, blödes Wetter. Wie kommt denn die da eigentlich vorbei? Die muss echt außen rumlatschen. Ja gut, setz dich mal zu uns. Hallo. Okay, dann machen wir mal Unfug. Ein frischer Wind. Anscheinend hat sich Jagd soeben mit einem Naturfreak angefreundet. Sims, die Naturfreaks sind, hegen eine besondere Leidenschaft für die Natur, wodurch es sehr viel Spaß machen kann, mit ihnen abzuhängen. Ja, er mag's.
Halt. Okay, dann machen wir bei dem ein bisschen Unfug. Unfug streiche mit Handschocker einlegen. Der lacht drüber, okay. Streichetag singen. Okay, das geht ja noch. Streiche. Was ist das? Ah, der singt auch. Nach der Gemeinschaft fragen. Lustige Geschichte. Und mach nochmal. Schnee werfen, täuschen. Nee, wir machen Streiche. Erschrecken. Gemeindetafel. Okay. Oh je, der ist wütend. Freezak, Mopsy. Bena. Breaker. Wimpa. Okay, das fand er jetzt nicht so lustig. Okay, der geht jetzt weg. So, Bernice und Howdy vorstellen. Jugendfest hat begonnen. Warum setzt du dich jetzt nicht zu denen an den Tisch? Über Streichetag singen, nehmen wir mal tiefgründige Unterhaltung. Unfug. Also enttäuschen. Behaupten, Kriminelle super hier zu sein. Okay, Unfug. Absurdes Gerücht verbreiten. Knaller, Level 3 Schelm. Okay, wir haben es geschafft. Wir müssen nicht mehr schelmisch sein. Okay, wer bist denn du hier? Du bist Livia King. Du bist Bernice Robles. Aha. Okay, lass mal also einfach mal ein bisschen plaudern. Lass mal ein bisschen plaudern. Ich schau mal, ob es hier noch irgendwas Interessantes gibt. Oh, hier könnte man einen Frosch suchen. Macht es mal. Hier ist auch noch was zum Sammeln. Okay, das ist hier dieser Platz. Okay. Ja, wie gesagt, es ist im Winter, ist das alles ein bisschen Ruinen. Was ist das hier? Das ist was zum Anschauen, oder? Ja. Park besuchen. Also, aha, ach so. Pferdepark. Stehen auch noch Pickups rum, noch mehr Autos. Hier fliegen Tauben rum. Oder watscheln, besser gesagt. Ja, sonst ist hier nicht so viel. Was ist das hier? Das ist ein Wohnhaus, oder? Nachtclub. Ach, Nachtclub. Ach, so eine Scheune, oder wie? Okay. Hier, glaube ich. Ah, ist das so ein Gewässer? Ist das ein Fluss? Ja. Könnte man vielleicht auch irgendwo angeln? Keine Ahnung. Ja, müssen wir im Sommer oder im Frühling mal aufsuchen. Was machst du denn jetzt? Ist hier Schneesturm oder warum bewegst du dich so komisch? So langsam. So, schauen wir mal, was wir haben. Ah, da könntest du dann... Und? Ein Blattfrosch. Ja, Blattfrosch braucht man nicht. So, schauen wir mal, was es so treibt. Ja, ich glaube, das war so gegen den Sturm, oder? Was ist das hier? Auf Wiedersehen. Schauen wir mal, was da so gibt. Stechpalme haben wir. Sulsul. Ah, hier haben wir was zum Aufmachen. Mirror Clamp. Gewöhnlich wird verkauft. Okay. So, geht da nochmal hin.
Wen haben wir da? Ah, da haben wir Björn und Lilly. Stell dich mal Tomarangisch vor. Oder sagen wir mal, stell dich mal Romulanisch bei Björn vor. Björn mag ich eigentlich. Und wer bist du hier? Achso, das ist sie. Und die kennen wir noch nicht. Janipar, okay. Hallo. Na, stellst du dich vor oder nicht? Aha. Jolantru. Gut, düster Chaot. Okay. Über Interessen reden. Fragen, wie er ein Pferd bekommen kann. Nach Hobbys fragen. Unglaubliche Geschichte. An- und Verkauf. Moment, lesen wir das mal. Pferde können für Simoleons gekauft und verkauft werden. Der Wert des Pferdes wird durch sein Fähigkeitslevel, seine Wettbewerbsleistung, die Qualität der Versorgung und sein Alter bestimmt. Ein Pferd mit Champion-Genen ist ebenfalls teurer. Pferde können zudem gegen eine Gebühr gerettet werden. Aufgrund des Umfelds, dem sie entstammen, besitzen gerettete Pferde schwierigere Merkmale, wodurch sie möglicherweise mehr Aufmerksamkeit und Pflege benötigen. Wenn du ein Pferd kaufen, retten oder verkaufen möchtest, greife auf das Startmenü des Telefons zu, wähle Ranch Tier, Tauschbörse anrufen, greife an einem Computer auf die Kategorie Haushalt zu oder besuche das Reitzentrum in der neuen Nachbarschaft New Upper Losa von Chestnut Ridge. Okay, alles klar, gut. So. Mag Videospiele. Hey, Björn. Super. Okay. Wo ist denn die Barkeeperin? Ah, hier. Ach, das ist eine neue. Okay. Ich hätte... Warte mal, freundlich. Mach mal fröhlich vorstellen. Und dann bestellst dir mal was zum Essen. Was möchtest du denn jetzt? Chips? Nee. Ah, mal Schüssel Oliven. Materialistisch, gesellig, ehrgeizig. Na, ich weiß nicht. Und bei ihr kannst du dich auch mal... Achso, okay. So, Schneesturm reden. Ach, wir haben echt Schneesturm gerade. Mach mal lustig. Fäkalhumor, schmutzigen Witz erzählen. Den kennen wir auch noch nicht. Warte, stopp. Ach, das ist Marcel Price. Okay. Ja. Mach mal lustig. Ich glaube, der hat einen Telefonwitz mit uns gemacht. Deshalb mögen wir den nicht. Ah, okay. Und schon, oder? Und schon mögen wir ihn ein bisschen. Okay, alles klar. Ha, ja, er erzählt auch Witze. Ich mag Björn irgendwie. Tag verschönern. Tiefgründige Unterhaltung. Folgt einen Plan vorschlagen. Tratschen. Lustige Gesichter schneiden. Ja, ich möchte halt Jarek so spielen, dass er sich mit jedem versteht. Er versucht, sich anzupassen. Klar, er ist dem romulanischen Sternenimperium noch treu ergeben, aber er findet die Menschen doch recht faszinierend und nett. Da er immer schon ein offener Charakter war. Ha, cool. Schön, ihn zu freut. Viel erhalten. Oh. Alles klar. 15 Uhr haben wir's. Isst du jetzt mal... Er erzählt auch. Okay. Cool. Möchtest du jetzt mal deine Oliven essen? Du hast doch Hunger, du Knalltüte. Ah, jetzt ist er. Okay. Sehr konzentriert, sehr gut. Ach, der ist doch gar nicht verkehrt, der Marcel. Oh je, Stivo Plivo.
Das Moira. Diese Oliven. Seltsame Frucht. Oder ist das Gemüse? Man weiß es nicht. Ja, ist eigentlich ganz gemütlich hier. Nicht ultra gemütlich. Was war das? Ah, Getränk bestellen. Okay. Sehr schön. Er ist noch sehr konzentriert. Ist noch mal weiter, mein Freund. Okay. Ja, okay. Hunger ist erledigt. Alles klar. Was trinkst du denn da eigentlich? Zuckerzunder. Okay. Von Essen schwärmen? Oh. Okay. Er geht weg. Dann bei ihr von Essen schwärmen. Und nochmal singen über Streichetag. Oder Witz über Affen erzählen. Wer kommt hier? Livia. Okay. Stell dich auch nochmal. Mehr Auswahl. Lustig, lustig vorstellen. Haha, schön. Es sind nur Frauen hier. Außer ja, ah, da kommt eine. Ach, das ist der Iron Robles, der hier dazugehört. Warte mal, wer bist du hier? Oh, der ist traurig. Wer ist das hier? Ach, das ist Dominic Fires, gell? Der Mann von... Ja. Auch mal fröhlich vorstellen. Vielleicht steckst du ihn an mit deiner Fröhlichkeit. Level 4 Schelm, okay? Ein romulanischer Schelm. Wie cool. Level 6 Charisma. Alles klar. Ja, lassen wir dann einfach noch ein bisschen Spaß haben. Genau, wo gibt's denn hier eigentlich Toiletten? Ah, hier geht's nach oben. Schauen wir uns mal das oben an hier. Aha, hier sind noch ein paar so Separés. Und irgendwo gibt's... gibt's hier gar keine Toiletten? Doch, hier. Alles klar. Was ist das? Über keine Ehre lügen. Ich bin ein vulkanischer Spion. Ja, schön. Oh, was ist denn? Ja, freundlich. Interessen. Frag mal nach Musikgeschmack. Und wer bist du? Nicole Fairley. Die schaut aber grantig. Ui. Ui, ui. Mag den Schlaflied dann nicht. Naja. Warte mal, kennen wir dich? Iron Robles kennen wir so ein bisschen über Interessen reden. Suli Suli? Hi, ja. Sul, sul. Wer ist das da? Woody Taylor. Hey, hast du mir jetzt meinen Trink weggeschnappt, oder was, du Pflaume? Ribaza. Shimon Rebursai. Flazzle Vilba. Shalbo Bempi Guans. Oje. Yibs. Yibs. Alles klar, Yibs. Kipnasu. Die hat gefurzt. Warum hat die gefurzt? Was ist da denn los? Ach, schon wieder so eine grantige. Okay. So, aber weißt du was? Reiß dich mal ein bisschen los hier. Ich würde sagen... Schneeengel machen. Genau. Machen wir mal Schneeengel. Solange es Winter ist. Okay, wieder viele Leute kennengelernt. Genau wie in der letzten Folge. Was ist das hier? Auf Wiedersehen wahrscheinlich. Nee, auf Getränk. Na, nicht auf Getränk warten. Nach drinnen laufen. Nee, genau, mach mal Schneeengel. Sehr verspielt, oje.
Unterhaltungsbranche, nee. Wollte ich da erinnern, dass heute das Reitzentrum im Heu hier von 7 Uhr bis 19 Uhr geöffnet hat. Okay, das Reitzentrum. Warte mal, das Reitzentrum, das hatten wir doch schon irgendwo gesehen. Das ist dieses große Gebäude hier, oder? Schauen wir mal. Warte mal. Von 7 Uhr bis 19 Uhr. Ach, 19 Uhr, okay. Weißt du was? Schau dir das nochmal an, den Park besuchen. Genau, schau dir das mal an. Ich habe nämlich gerade keine Ahnung, was das ist. Naja, wie denn auch, wenn ich hier noch nie war? Duke's Saal, okay. Keine Pferde? Na, lauf mal nach drinnen. Keine Pferde. Ich würde echt gerne mal ein Pferd in die Sims sehen. Ist hier irgendjemand? Da ist jemand. Wer bist du? Aber die möchte ins Bett gehen. Ja, schlecht. Tja. Ja, es sind halt so Stallungen. Was machst du jetzt? Irgendwo in Büchern blättern? Warte mal, wer bist du denn? Hallo, warte mal. Parigawan. Ja, schaut auch nicht so wirklich glücklich aus. Luna, was willst du denn? Oh Gott. Ich glaube, ich habe mich in Dirk Traumtänzer verknallt. Nee, ich denke, das ist keine gute Idee. Das ist ein ziemlicher Kaspar. Ach, sie legt sich jetzt hier hin. Okay. Oh je. Jetzt spinnt er ganz. Lass den mal schlafen da in Ruhe. Ja, okay. Ich glaube, das ist jetzt heute nix. Genau, leg's mal zurück. Und ich würde sagen, das schauen wir uns alles irgendwann mal im Frühling oder im Sommer an. So, dann mal ab nach Hause, würde ich sagen. Und schau mal, was du da machen kannst. So, okay. Ja, hier ist halt kein Schnee. Okay, da könntest du noch mal ein bisschen jäten. Verspielt ist er gerade, alles klar. 20 Uhr, das ist halt auch noch keine Zeit zum Schlafen gehen. Okay. Weißt du was, du könntest noch mal ein bisschen Analyse üben nachher. Okay, gut. Der Robo steht jetzt hier, das passt doch. Was ich mir auch schon überlegt habe, er braucht ja auch mal irgendeine Waschmaschine. Oh, warte mal. Genau, kauf dir mal eine Waschmaschine. Wo findet man das im Bad, oder? Akzente, nee, nicht Akzente. Warte mal, kauf dir mal einen Wäschekorb. Wo kannst du denn... Kannst du hier mal den Wäschekorb hinstellen? Warte mal, geht das nicht ein bisschen besser? Ja, gut. Wäschekorb, Föhn brauchst du nicht. Oder ist das in der Küche? Herde, nee. Wo findet man denn nochmal Duschen? Neue Objekte, Katzenklo. Das sind Haustiere. Moment, wo findet man denn eine Waschmaschine? Becken, Akzente. Warte mal. Waschküche. Waschmittel. Waschmaschine in Freizeit. Okay. So. Was kostet denn das? Nehmen wir mal den Türkis. Stell die mal dahin.
Okay, 500, das geht ja noch. Und ein Wäscheleine. Genau, Wäscheleine. Könntest du mal, wo stellst du die Wäscheleine hin? Vielleicht hier oder so. Denn Trockner wollen wir nicht. Ein Trockner sorgt ja nur dafür, dass es schnell brennt. Verbessern können wir die... Verbessern? Ne, können wir nicht. Okay. So. Ach so. Ach so, wahrscheinlich können wir... Warte mal. Warte mal. Warte mal, mach mal bitte Outfit. Mach mal Kleidung ausziehen. Okay. Zieh dich mal wieder an. Outfit ändern. So. Hä? Das nicht funktioniert? Das ist doch Warte mal, das ist doch eine Waschmaschine hier, oder? Warte mal, was ist denn das hier? Waschmaschine. Boah, wie war denn das nochmal? Mit Wäsche waschen. Warte mal. Weißt du was? Geh nochmal nachdenklich duschen. Vielleicht schmeißt er dann Wäsche weg. Neues Element gefunden. Selium. Okay. Das könnten wir dann gleich mal hier hinstellen. So, dann geh mal duschen. Schauen wir mal, ob der da jetzt Wäsche reinschmeißt. Ja, jetzt fliegt Wäsche rein. Okay, Wäsche machen, alles klar. Wäsche machen, in Waschmaschine stecken. Alles klar. Gut, dann lassen wir ihn jetzt duschen. Warte mal, hier haben wir auch Pyrit. Können wir verkaufen. Was ist das hier? Utranium. Lila kommt auch weg. Wir haben hier einige Steine. Genau, was ist das hier? Pflanzenobjektträger. Okay, dann schauen wir mal. Gut. Und Wäsche waschen. Alles klar. Gut. Dann könntest du Bücher kaufen. Warte mal. Was haben wir denn hier Schönes? Archäologie brauchen wir nicht. Blumen, Charisma, Computerwissenschaften. Boah, teuer. Warte mal, mach mal Fähigkeiten. Angeln, Archäologie, Backen, Charisma, Fitness, Forschen und Debattieren. Nachforschungen anstellen. Weißt du was? Kauf das Buch mal. Nicht lesen. Alles stopp. Lesen. Forschen, debattieren. Okay, alles klar. Gut, dann aber Leute, die Folge ist rum, würde ich sagen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Ciao und Servus. Bis zum nächsten Mal.